Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Primär geht es um 5 Operator, die früher eher schlecht waren und mittlerweile richtig gut sind. Macht euch also auf ziemlich altes Rainbow Six Gameplay gefasst, welches teilweise aus alten Videos von mir stammt oder mir von Julian aka Testo Maestro zur Verfügung gestellt wurde. Schaut doch mal gerne auf seinem Kanal vorbei, den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit Platz 5 und das ist Dog. Wenn man damals Dog mit Rook verglichen hat, gab es kaum einen Grund, Dog zu bevorzugen. Im Gegensatz zu heute konnte man damals mit der Stim Pistol nur verletzte Spieler aufheben und keine lebenden Spieler damit heilen. Auch sich selber konnte man so gesehen nur heilen, wenn man verletzt war und nicht während man noch stand. Wenn man einen Verteidiger heilen wollte, musste man ihn erst verletzt schießen und dann einen Schuss mit der Stim Pistol drücken, was natürlich sehr umständlich war und insgesamt eben wenig effektiv. Den Overheal gab es damals natürlich auch noch nicht. Als er dann kam, ging er erstmal auch nur bis 120 Lebenspunkte und wurde erst später auf 140 erhöht. Die Stim Pistol war anfangs also echt nicht besonders gut, dass man sie eben nur bei verletzten Spielern nutzen konnte, war zu wenig. Zwar war es über Umwege an sich möglich, aber definitiv nicht optimal. Ein anderer Grund, warum man aktuell Dog pickt, ist natürlich das ACOG-Visier auf der MP5. Das hatte er damals zwar schon, aber auch Jäger, Bandit und selbst Smoke konnten ein ACOG-Visier ausrüsten. Es war also nicht so etwas Besonderes bei ihm. Zwar gibt es insgesamt mittlerweile mehr ACOGs in der Verteidigung als damals, dafür sind diese aber primär 3 Armor-Operator vorenthalten, beziehungsweise Operator mit weniger Rüstungspunkten können ein ACOG nur auf nicht vollautomatischen Waffen ausrüsten. Im Vergleich zu früher ist also das ACOG-Visier auf der MP5 relevanter. Als Velvet Shell an den Start ging und Jackal veröffentlicht wurde, war er nicht allzu gut. Mittlerweile ist er der meistgebannte Angreifer im Ranked. Er ist nicht unbedingt super stark, aber er kann ziemlich nervig sein. Doch was war denn früher anders an ihm? Statt Rauchgranaten hatte Jackal Blendgranaten mit. Die Pings nach einem Scan gingen insgesamt zwar über 30 Sekunden, aber nur alle 10 Sekunden wurde ein Verteidiger gepingt. Später wurde die Zeit auf 20 Sekunden reduziert, dafür wurde der Verteidiger aber auch alle 5 Sekunden markiert und nicht nur alle 10. Man konnte den Verteidiger kaum verfolgen, wenn eben nur alle 10 Sekunden seine Position verraten wird. Das war viel zu ungenau. Außerdem konnte man Fußspuren nur aus maximal 5 Metern Entfernung scannen. Mittlerweile liegt das ja bei 8 Metern. Man musste also viel näher rangehen und es bestand die Gefahr, dass man erschossen wird. Zwar wurde Jackal zum Start von Shifting Tides merkbar genervt, indem die Anzahl der Scans nun von dem Alter der Fußspuren abhängt, alte Fußspuren nach einem Scan verschwinden und eben auch weitere Änderungen. Dennoch ist er immer noch wesentlich besser als die erste Variante von ihm. Die Abstände zwischen den Pings waren damals einfach zu groß. Speziell diese eine Änderung hat extrem viel bewirkt und ihn relevant gemacht. Echo gilt im Moment als einer der stärksten Verteidiger und es wird immer noch etwas an ihm geschraubt. Zuletzt kamen zum Beispiel die Änderungen zu, dass nun auch Dokubi ihn kontern kann. Aber wie war denn Echo so, als er veröffentlicht wurde? Man konnte Personen nur stunnen, wenn man auch den Kopf getroffen hat. Echo hatte nur eine einzige Yokai-Drohne, dafür konnte diese immerhin 3 Schuss laden und die Aufladezeit zwischen den Schüssen war etwas kürzer, aber auch nur Echo konnte in die Yokai-Drohne rein und man konnte Angreifer damals noch nicht markieren. Selbst tote Mitspieler konnten nicht in die Drohne gehen und mit Callouts helfen. Die Zeit zum Platzieren des Entschärfers war im Rank damals noch kürzer, 5 statt 7 Sekunden, also die Zeit, die wir aktuell noch im Casual haben. Immerhin, seine Sekundärwaffe, die Bearing 9, war zu dem Zeitpunkt wesentlich stärker. Dennoch war Echo damals echt nicht gut. Er hat wenig Vision über die Map gegeben, da er nur eine einzige Yokai-Drohne hatte und auch eben nur er auf diese zugreifen konnte. Dementsprechend konnte man auch nur eine der beiden Bomben mit ihm abdecken und es war zu riskant, sie zur Unterstützung für die Roamer zu nutzen. Wäre die Drohne dabei kaputt gegangen, hätte Echo keine Utility mehr gehabt. Mittlerweile kann man mit Echo wesentlich mehr abdecken, kann flexibler spielen und auch Mitspieler können auf die Drohnen zurückgreifen und Callouts geben. IQ hat in Sachen Balancing das reinste Hin und Her erlebt. Erst wurde die Reichweite des Scanners auf 20 Meter verbessert, dann auf 15 Meter gesenkt, um dann doch wieder auf 20 Meter erhöht zu werden. Außerdem hatte sie eine Zeit lang sogar Splittergranaten gehabt. Zumindest anfangs konnte man eine Zeit lang mit dem Scanner durch Rauch schauen, jedoch konnte man im Scanner nicht die Outlines der Gadgets sehen, man wusste also nicht, welches Gadget da gerade markiert wurde. Stellt euch das mal heutzutage vor, im Vergleich zu früher gibt es wesentlich mehr Gadgets. Puls ist zum Beispiel damals nur richtig aufgefallen, wenn er sich bewegt hat. Stand er still, sah er im Scanner genauso aus wie jedes andere Gadget.
sowas wie, dass IQ und Thatcher aufs Dach gehen und gewisse Gadgets von dort aus mit einer EMP zerstören, war damals auch nicht vernünftig möglich. Immerhin möchte man dabei ja nicht irgendwelche Gadgets zerstören, sondern spezialisiert sich beispielsweise auf die ADS von Jäger. Und ja, wenn man nicht sieht, was man da gerade scannt, kann man das dementsprechend auch nicht vernünftig machen. Simpel gesagt, früher hat IQ nur durch ihre Bewaffnung überzeugt, der Scanner war damals quasi nutzlos. Mittlerweile spielt IQ aber eine extrem wichtige Rolle. Jedes Jahr kommen neue elektronische Gadgets hinzu, die IQ tracken kann. Natürlich kann man nicht immer was gegen die Gadgets machen, bei Maestro's Evil Eyes zum Beispiel, aber sie hat halt die Möglichkeit, im Alleingang beispielsweise die Gadgets von Valkyrie und Echo rauszunehmen, und das ist echt nicht ohne. Bevor wir uns den ersten Platz anschauen, möchte ich noch auf ein paar nennenswerte Erwähnungen eingehen. Sind eigentlich ein paar mehr. Insgesamt werden es Operator sein, bei dem der Effekt geringer ausgefallen ist oder sie zuvor durchaus schon relevant waren, aber eher aus anderen Gründen. Wie Smoke zum Beispiel. Die Gasgranaten sind damals gefühlt 5 Meter weit geflogen, mehr nicht. Und die Löcher mit der Schrotflinte waren extrem klein. Man konnte also kaum vernünftige Rotations schießen und es war echt schwer, den Plant zu verhindern, speziell weil die Plantzeit kürzer war. Dafür hatte die SMG-11 ein ACOG-Visier, wenig Rückstoß, Smoke konnte C4 mitnehmen und es gab wenig bis gar keine Konkurrenz. Schildoperator konnten früher sehr leicht mit C4 gekillt werden, da sie den Schaden nicht geblockt haben. Ein C4 und Montagna war direkt raus. Dafür konnten sie schneller anvisieren und die Präzision aus der Hüfte war höher. Blitz hat dabei auch eine interessante Entwicklung durchgemacht. Über eine lange Zeit war er echt schlecht. Früher konnte er nicht mit dem Schild vorm Gesicht sprinten, als das aber reinkam, war er erstmal extrem stark. Mittlerweile wirkt er schon eher wieder zu schwach. Blitz zu balancen ist wirklich nicht einfach. Bei ihm ist die Gefahr nun mal sehr hoch, dass er zu frustrierend für Verteidiger wird. Eine ähnliche Entwicklung hat auch Glass erlebt. Zu Release wurde er noch gelegentlich gepickt, aber nach und nach wurde es immer weniger, bis es dann zu seinem Rework kam und er durch Rauch schauen konnte. In seiner ersten Variante ging das immer und er musste dafür nicht wie aktuell stehen bleiben. Das war natürlich viel zu stark und er wurde dementsprechend genervt. Seitdem hat er aber nicht mehr wirklich einen Fuß in die Meta fassen können und wird aktuell nur selten gepickt. Die Fallen von Capcan haben früher nach dem Auslösen direkt gekillt, jedoch hatten sie auch einen sehr auffälligen roten Laser, weswegen sie selten ausgelöst wurden. Warden ist auf dem Weg der Besserung und mittlerweile ist er als Konter auf gewissen Spots echt in Ordnung. Ich habe sogar vor ein paar Monaten ein Video mit dem Thema "Kann Warden sinnvoll sein?" hochgeladen, weil er wirklich fast gar nicht gespielt wurde. Seitdem wurde er mehrfach noch verbessert und seine Pickrate steigt auch jedes Mal an, aber auch immer nur sehr geringfügig, da er eben nur in speziellen Fällen gut funktioniert. Und auch wenn die neue Version noch nicht veröffentlicht wurde, denke ich, dass der Tachanka Rework seine Wirkung zeigen könnte und den Lord zukünftig wesentlich relevanter macht. Nun aber zu dem Operator, der in meinen Augen den größten Sprung gemacht hat, und das war Buck. Buck war damals nahezu irrelevant. Auf der einen Seite war er der Zeit ein wenig voraus, da noch nicht so viel vertikal gespielt wurde. Es wurde hier und da schon gemacht, aber nicht mal ansatzweise in dem Ausmaß wie heutzutage. Mittlerweile sagt man ja auch zum Beispiel mal, warum soll ich Thatcher mitnehmen? Ich kann auch die Decke über der Wand öffnen, zum Beispiel Konsulat, wenn man Basement angreift. Sowas kam damals noch nicht wirklich in Frage. Es gab aber auch noch andere Probleme, denn die erste Variante von Buck war schlecht. Und zwar so richtig schlecht. Buck hatte in seiner ersten Variante nicht mal Splittergranaten, sondern stattdessen Sprengladungen mit, was in Kombination mit seiner Schrotflinte eher wenig Sinn ergibt und dementsprechend wurde es auch geändert. Der Rückstoß von seinem Sturmgewehr war nochmal wesentlich höher, der ist heutzutage ja nicht ohne, aber das war damals auch ein ganz anderes Level. Und die Löcher durch die Schrotflinte waren winzig. Mit einem Schuss eine Rotation zum Durchspringen zu machen, war unmöglich. Die Magazinanzahl der Schrotflinte war auch geringer, also nicht nur, dass die Löcher kleiner waren, man konnte auch nicht so viele davon machen wie aktuell. Mit der Ausnahme, dass damals die Reichweite der Schrotflinte etwas höher war, war die sonst echt nicht gut und man konnte wenig mit den Löchern anfangen. Dafür, dass Buck der erste Nicht-Release-Angreifer war, war er eine ziemliche Enttäuschung. Aber mittlerweile sieht es bei Buck ganz anders aus. Auf dem letzten Six Invitational war er der zweitmeistgespielte Angreifer. Und auch auf anderen Turnieren, sowie im Ranked, wird er sehr häufig gepickt. Er hat eben Granaten, eine gute Waffe, man kann sehr viel mit der Schrotflinte öffnen. Speziell hat eben auch von unten aus kann man die Decke über einem öffnen, was beispielsweise mit Sledge nicht möglich ist. Buck hat sich im Vergleich zu seiner ersten Version massiv verbessert und ist für mich das beste Beispiel von Flop zu Top. Er war auch der erste Operator, bei dem ich den Operator Guide aktualisiert habe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Elite-Skin für ihn.
Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dieser Fall war, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.